guten Abend miteinander. Ich bin Aruna. Ich arbeite als Tänzerin hier in diesem Club. Und wisst ihr, wenn man so eine Medien arbeitet wie ich, da kriegt man verdammt viel mit über. Der Bühne geht schon ein paar zu greien. In der Bühne geht schon ein paar zu wässern. Wisst ihr, wie es ist, oder? Ja, dann kommt ja schon die erste. Madame Juliette. Merci. Madame Juliette Louise ist steinreich. Das wird so. Sie kann sich alles kaufen, was sie will, was sie ja macht, gar keine Frage. Sie lebt auf dem grossen Fuß, das gefällt ihr. Und sie würde es sich niemals anders wünschen. Ab und zu fragt sie sich aber trotzdem, ob es an dem fabelhaften Essen, das sie sich regelmäßig für Sternenköche bekochen lässt, und in einer wunderschönen Art, die sie schon bereist hat, es sollte dann noch etwas anderes geben. Oder mit Freude reichen. Du hast mir das auch gesagt, dass mit Sigurd Drink. Du hast nicht schon einmal. Ich bin noch nicht gut mit der Arbeit, Gott sei Dank. Oh, man.
würdest du fragen beim Valentine's Check-in? Einfach der Stärkste. Paola Benedetto ist als älteste von vier Schwestern in Rom geboren und aufgewachsen. Sie hat es nicht einfach gehabt, die Eltern sind Tag ein, Tag aus immer am Arbeiten gewesen. Und Paola ist leider einfach als günstiges Kindermädchen hängen geblieben. Aber sie hat andere Probleme in ihrem Leben gehabt. Als sie eindeutig gelangt hat, hat sie gesagt, aus dem Bach. Hat ihr das Zeug gepackt und sich aus dem Staat gemacht. Und sich dann in einem anderen Viertel von Rom ihr eigenes kleines Show-Imperium aufgebaut. Sie hat sich immer zu helfen gewusst, aber wo die nicht ganz so sauberen Hintergründe von ihrem Geschäft aufgeflogen sind, hat sie wieder flüchten und ist jetzt hier gelandet. Wenn ich das weiss, fragen wir euch, das Gugnosche Dünner in Tschütschi, Gugnosche in Tschü. Und der jemand, den ich kenne, der ist zufälligerweise bei der Polizei in Rom. Hey! Hey! Bring mir gerade die Flasche mit. Kannst du das überhaupt zahlen? Schätzli, weißt du eigentlich, wer ich bin? Vertrauen gleich, wenn's dir geht.
gemacht, Maria. Ja, auch mit der Maria Rauch hat es eben nicht immer gut gemeint. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gar nicht. Sie hat es ständig von Ort zu Ort und leistet immer gute Arbeit. Man kann sie wirklich überall einstellen, als Bedienung, als Putzfrau. Wenn man es so sagen will, ist sie wirklich das Mädchen für alles. Aber irgendwie wird ihr nie auch das kleinste bisschen an Beachtung geschenkt. Sechs von ihren zahlreichen gescheiterten Liebschaften, wo, seien wir ehrlich, fehlen wir wirklich an ihrer Gelegenheit, sondern mehr an den Partnern, die nicht fähig sind, um eine reife Beziehung zu führen. Noch von ihrem Chef, wo sie schon seit klein aufkennt, wo sie nie richtig können vergessen konnte. Er war wirklich ihre absolute Kindheitsschwank. Sie hat sich unsterblich in ihm verliebt damals. Oder von ihren Mitarbeitern wird sie auch nicht richtig gesehen. Sie ist die Erste, die kommt, die Letzte, die geht. Ich persönlich, ich glaube, sie geht eigentlich gar nicht heim. Pianistin ist sie auch, haben wir gesehen, oder? Und hey, singen kann sie mir verlassen. Ah ja? Sing doch mal etwas. Ich kann nicht singen. Ach, komm schon! Jeder Mensch kann singen. Alle dir da können singen. Zum Beispiel ein einfaches. Wie geht das dir? Das. Bang, bang, I hit the ground. Oder? Irgendwie so. Bang, 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 I. Shut me down mit Schatz. Genau. He would always win the fight.
vorstellen. Paula Benedetto. Los mal zu. Ich hätte so viele Ideen. Ich hätte so viele Ideen, um deinen Club einfach auf ein neues Level zu bringen. Hey, ich hätte so viele Ideen. Jeden Abend Musik, Tanz, Gesang mit der Maria Kirchner. Nice. Wer bist du überhaupt? Meine Güte, jetzt weißt du immer noch nicht, wer ich bin. Ah. Tschüss.
endlich allein im Club. Wie will man stehen, oder? Spielen wir noch eins.
Ah!
Wir machen 20 Minuten Pause. Bedienen euch gerne an der Maus für den bewährtesten Platz. Ma qui, in questo club, qui avessi una chance. Tu parli un po' stressato questa sera? Ah! Tu wirst un po' gestresst heute, ich hätte etwas, was dir helfen könnte. Verticke dir in dem Club auch Drogen? Ach komm, es relaxt dich ein wenig. Nein, danke. Ich nehme keine Drogen mehr. Die Madame da und der Chef haben eigentlich jetzt einen Termin, um unseren Club zu besprechen. Zum Club zu besprechen. Hast du sie gesehen? Wo hast du heute übernachtet? Das geht gar nicht an. Und der Blazer, von wo ist der? Der ist neu, oder? Weißt du, was man sagt? Einmal kriminell, immer kriminell. Das kannst du doch gar nicht. Aber jetzt wird alles anders. Was sehen wir denn? Thank you.
Lass die Schule kommen, Jastis. Wie, Ossa? Keine. Ich kann nicht mit Gästen reden. Vor allem nicht mit dir. Wille, bitte sind ein Fest und wir singen jetzt zusammen. Der Mann, den du gerade in den Wind geschossen hast, das ist im Fall mein Ex. Ja, sie gesprochen von seinem Freund. Sie danke sehr, wie auch die Residentin in der Musik, die Armadelle. So, Quatsch ist dobre. Zum Raps, ihr Diamant. Ich komme gleich mal zu comprare bei Chi Bianco Celes. Oh, ich muss comprare bei Chi Celes. Mach. Kujosch ist geschwommen, als es ein Kleid und Schäden und Fest mit beiden Beinen. Chi, dobre doch, du bist geschwommen, als es. Ich lasse mich so zu leid. Und Schäden ist von der Schule, beide Menschen für die Schule. Es sagt ja sehr achter. Maria, bist du jetzt wie gestellt auf Fühlen? Und
Du weißt genau, dass du nicht mit den Gästen reden. Thank you.
sind wir jetzt raus getreten. Ich hätte gerne was Bier. Bonjour! Kaffee! Guten Morgen. Tirol!
roll myself in a big ball and die.
Grazie della vince di Forte Notes e vince singola soccia a Vittore Cristian Saire. No? E già. Ma questa scuola, questa c'è non esiste già. E lei, lei già. Thank you.
von mir.